Hey Leute, diesmal geht es um einen Schaltregler, um eine Schaltreglerschaltung mit TL494, die ich zum Lithium-Akkus verwende. Reingehen tue ich da mit 16 Volt jetzt. Ich kann aber die Eingangsspannung mit diesem Potti hier einstellen. Und was für den Sinn das hat, kann ich dann gleich erklären. Und mit dem Potti hier kann ich die 4,20 Volt einstellen für den Akku zum Laden. Und zwar, ich habe hier am Mittelpunkt vom Potti, also am Schleifkontakt, wenn ich da messe, dann zeigt mir das Multimeter 4,20 Volt an. Ja, 4,20. Wenn ich an den Akku hier messe, wo die Spannung rauskommt, habe ich auch 4,20 Volt. Und zwar, der Chip, der regelt das so ein, dass hier auf Pin 15, mal gucken, ob Kamera scharf stellt. Nein, die will wieder nicht scharf stellen. Also auf Pin 15 hier, Schleifkontakt Potti, dass die auf Pin 16 hier, der am Ausgangsakku liegt, auch die 4,20 Volt hat. Ja. Der Potti hier, der ist dazu da, um die Eingangsspannung quasi runterzudrücken. Jetzt, wenn der Akku erst 3,8 Volt hat, dann powert der Strom ohne Ende in den Akku und es zieht dann so viel von der Eingangsspannung, quasi so viel Eingangsstrom, dass die Spannung vom Netzteil oder so, der je nach Spannungsquelle, oder wenn man Solarmodul hat, zusammenbricht. Jetzt kann man den Potti auf, sagen wir mal, 14 Volt einstellen oder auf 13,5 Volt. Dann zieht die Schaltung erst Strom, wenn die Spannung über 13,5 Volt ist. Ist die Schaltung unter 13,5 Volt, zieht sie keinen Strom mehr. Und wenn die Spannung quasi, also quasi die, lässt die Schaltung, die Eingangsspannung genau auf 13,5 einbrechen. Dazu habe ich den zweiten Aeroamp genommen. Der regelt hier auch auf 5 Volt. Ich habe hier 5,13 Volt. Und die Referenzspannung hier auf Pin 1 5,03. Ja, also der Potti, der begrenzt auch. Also sobald die Eingangsspannung zu weit absinken würde, schaltet der aus. Und wenn die Eingangsspannung wieder ansteigt, schaltet er wieder ein. Dann erschalten tut ein IRF4905 und eine Diode über eine Spule dann auf den Alko. Die Schaltung ist ein Step-Down-Wandler, der von 12 bis 20 Volt auf 0 bis 5 Volt machen kann. Und die Amperezahl dabei gewaltig gesteigert werden. Also wenn ich hier 16 Volt drin lasse, 16 Volt Eingangsspannung und 1 Ampere, dann und hier 4 Volt rausziehe, dann habe ich hier 4 Volt und 3,8 Ampere, knapp 4 Ampere. Die Schaltung kann ich bis 10 Ampere betreiben, bei kleineren Spannungen auch bis 20 Ampere. Allerdings wird die Diode dann schon sehr warm und der Transistor auch. Momentan läuft sie bei 0,3 Ampere Input und knapp 1 Ampere Output, und da ist es noch kalt, und es ist auch noch kalt, die Spule ganz leicht warm. So, ich habe auch mal einen Schaltplan gemacht dazu, vielleicht kann man es erkennen. Ich habe hier Eingang 12 bis 20 Volt Plus und Minus, dann hier den TL494 Schaltregler IC und auf Pin 16 hier, also sagen wir so, Pin 13 und 14, da liegt die Referenzspannung von 5 Volt an. Also da gibt der Chip 5 Volt aus. Die 5 Volt werden geteilt durch 1 Kiloohm und durch den 20 Kiloohm Widerstand bei den Spannungsteiler. Von den 20 Kiloohm Widerstand, da kann man hier auf Pin 15 eine Spannung von 0 bis 5 Volt geben. Also von 0 bis knapp 5 Volt. Und damit, wenn auf Pin 15 eine Spannung anliegt, dann regelt der Chip so, dass auf Pin 16 auch die Spannung anliegt. Das heißt, wenn die Spannung auf Pin 16 zu wenig ist, schaltet der ein. Wenn die Spannung auf Pin 16 über der Spannung auf Pin 15 ist, schaltet der aus. Das ist der erste Error Amplifier. Dann der zweite Potti hier, der regelt die Eingangsspannung. Und es läuft genau umgekehrt. Der schaltet aus, wenn die Eingangsspannung zu weit absinkt. Also wenn die Eingangsspannung unterhalb des Wertes absinkt, der hier eingestellt ist. Und zwar, ich habe da auch hier einen Spannungsteiler, und zwar hier Pin 12 ist, da liegt die Versorgungsspannung an die 12 bis 20 Volt. Um den Schaltplan zu erklären, nehme ich jetzt mal die andere Kamera. Ich habe einen 20 Kiloohm Potti, damit kann ich einstellen die Ausgangsspannung von 0 bis 5 Volt, das wäre der hier.
60 Spannung mit der hier Lithium-Akkus laden tut beim Ausgang. Bei der Lithium-Akkus kann man das auf ganz genau 4,20 Volt stellen. Und ich habe gemerkt mit Messungen, dass wenn man hier ein Prozessionsporti nimmt, also Prozessionsspindel drüber, dass er die Spannung wirklich genau auf 4,20 plus minus 0,01 Volt hält, was für die Lithium-Akkus okay ist. Also könnte man bis 4,20 Volt hochgehen. Würde gehen. Ich übernehme aber jetzt keine Gewährleistung, falls etwas schief geht, falls die Akkus abbrauchen oder so, wenn das jemand nachbaut auf eigene Gefahr. Man kann es auch als 5 Volt, als stabilisiertes 5 Volt Netz teilnehmen oder eingangsmäßig ein Solarpanel dranhängen und die Spannung am Solarpanel, der Spannungsabfall, stellt sich dann genau so ein, wie man Potti 2 in 10 Kilo Ohm Potti einstellt. Einstellung für die Eingangsspannung. Das heißt, wenn der Ausgang hier belastet wird, wenn der Ausgang weniger als 4,2 Volt hat, dann powert der so lange auf, bis die Eingangsspannung auf die eingestellte Spannung von dem Potti hier zusammengebrochen ist. Also bis die Spannung von dem Solarmodul auf die Eingangsspannung zusammenbricht. Wir haben hier zwei Error-Amps. Der eine hier, Pin 15, Pin 16, das ist eigentlich ein Spannungsvergleicher, der vergleicht die Spannung, die am Pin 15 anliegt, also hier stellt man 4,2 Volt ein, da hatte ich auch 4,2 Volt gemessen, mit Pin 16. Und wenn Pin 16 weniger als 4,2 Volt hat, oder weniger als die Spannung, die auf Pin 15 liegt, dann schaltet der ein. Wenn die Spannung an Pin 16 zu hoch wird, über 4,2 Volt ist, schaltet der aus. Also der Chip macht es immer so, wenn der obere Pin, Pin 16, größer ist die Spannung als der untere, ist er aus. Und bei hier haben wir das gleiche. Hier haben wir eine Spannung vorgegeben hier von die Eingangsspannung, die legen wir hier auf Pin 2. Der regelt ja so, ist die Spannung größer oben, wird er ausgeschalten. Und der müsste auch sein, ist oben die Spannung größer, wird er ausgeschalten. Das heißt, wenn die Eingangsspannung hier, also der powert so lange auf, bis die Versorgungsspannung, und zwar das Potti ist ein Spannungsteiler von Versorgungsspannung hier vom Eingang, wenn die Eingangsspannung zu klein wird, also wenn die Spannung an Punkt 2 kleiner wird als die Spannung an Punkt 1, schaltet ihr auch aus. Das sind zwei Error-Amps, die genau gleich arbeiten. Das heißt, ist die Spannung am Pin 16 größer als am Pin 15, schaltet ihr aus. Ist die Spannung am Pin 1 größer als die Spannung am Pin 2, schaltet ihr aus. Es heißt allerdings, wenn hier die Spannung kleiner ist, also wenn er hier dauer angeschalten ist, über den, dann powert die Ampere ohne eine rein, sodass die Versorgungsspannung zusammenbrechen würde. Wenn die Versorgungsspannung zusammenbricht, dann nimmt er die Leistung wieder zurück. Also schaltet dann quasi so, dass die Spannungsquelle quasi nicht kurz geschlossen wird, dass die Spannung nicht zu weit abfällt. Man sollte das Ganze nicht viel weiter als 12 Volt unten drehen, im Höchstfall auf 10 Volt, weil ansonsten der Fed hier mit zu wenig Spannung angesteuert wird und nicht mehr richtig schaltet und dann wirklich heiß wird, also richtig heizt. Der Fed schaltet wirklich nur ein aus, ein aus, ein aus. Dann durch den 10N-Kondensator und den 3,3 Kiloohm ergibt sich eine Schaltfrequenz von 37 kHz etwa. Wichtig ist, wenn man das Ganze nachbaut, die Pins richtig zu verbinden. 1, 2, also Pin 1, ist über 1 Kiloohm auf die plus 5 Volt. Also Pin 14, Pin 13, Pin 14 sind 5 Volt Referenzspannung, da liegen 5 Volt an. Die 5 Volt, also quasi auf Pin 1, liegen die 5 Volt an über 1K. Der 1K habe ich vorsichtshalber drin. Dann hier haben wir einen Spannungsteiler von 22 Kiloohm, wo man dann von 0 bis fast 5 Volt einstellen kann. Das gibt ihr auf Pin 16. Dann Pin 2, da haben wir den Potti von der Betriebsspannung. Da kann man quasi die Betriebsspannung einstellen, sodass hier 5 Volt abfallen. Und Pin 16 ist der Pin, der die Spannung überwacht, die am Plus-Ausgangspin ist. Also sobald die Ausgangsspannung
über 4,2 Volt geht, schaltet der ab. Man könnte diesen Pin auch direkt an Akku legen. Wenn man den direkt an den Akku legen tut, dann regelt er direkt die Akkuspannung und dann sind die Leitungswiderstände irrelevant. Dann regelt er die Spannung so, dass am Akku genau die 4,20 Volt sind, wenn man den Pin als extra Drähtchen zum Akku legen würde. Aber so ist es echt ein schönes Schaltnetzteil. Oder ein schöner Step-Down-Wandler. Das Ganze hat den Vorteil, dass man ein Labornetzteil dann wirklich auf 16 Volt oder 20 Volt aufdrehen kann, dadurch der Trafo vom Labornetzteil weniger Verluste hat, also durch die Linearregelung, oder man kann auch direkt einen 12 Volt Trafo ranhängen und das Ganze dann getaktet, geschaltet, runtergewandelt wird und viel weniger Verlust hat als jetzt ein Linearregler, der die Differenzspannung immer verheizen muss. Funktioniert nur das Ganze folgendermaßen: der Fete schaltet Source und rein zusammen und auseinander, der schaltet die plus 12 Volt quasi hier drauf, dann fließt Strom hier und wenn der Feed ausschaltet, dann entlädt sich das in der Spule gespeicherte Magnetfeld über die Diode und schickt dann nochmal den Strom raus. Und der hier, der kann das ein aus, den 37 kHz zeigt, da durch den Aeroamp einschalten und ausschalten oder durch den auch einschalten und ausschalten. Wobei, wenn einer von den beiden aktiv ist, also wenn hier die Spannung größer ist als die oder hier die Spannung größer als die oder beide Spannungen größer sind als die, dann ist er immer ausgeschalten. Eingeschalten ist er nur, wenn immer das erfüllt ist, dass die obere Spannung kleiner ist als die von den unteren. Wobei die zwei Pins und die zwei Kevin-Pins kann man fast beliebig beschalten. Also die vergleichen die Spannung von Masse bezogen auf den Pin und von Masse auf den Pin. Die beiden Spannungen werden verglichen und sobald 1 größer ist als 2, wird ausgeschalten. Und hier auch, von Masse auf den Pin und von Masse auf den Pin, sobald die obere Spannung größer ist als die untere, schaltet der aus. Wenn es andersrum ist, ist er an, aber nur, wenn es bei beiden andersrum ist. Also das sind quasi nur zwei Ausschalter. Es müssen beide die Spannung oben kleiner sein und die auch kleiner sein, oben, dass der Chip dann arbeitet, dass er dann Schaltregeln macht. Also dass er den Feed ausschaltet und hier richtig dann die Leistung auspowert. Also da funktioniert im Endeffekt die Regelung. Dann der Feed, der wird angesteuert am Gate über Pin 8 und über Pin 11. Und ich habe hier noch einen 200 Ohm Widerstand auf Pin 12. Jetzt wenn der meistens an wäre, der Feed, dann wird der Feed ziemlich viel verheizen, aber dadurch, dass der Feed meistens aus ist, er fällt da kaum Strom ab oder kaum Spannung ab. Und wenn der hier ausgeschaltet ist, quasi, also wenn der nicht regelt, dann zieht der nur ein paar Milliampere, die ganze Schaltung. Von daher ist sie ziemlich stromsparend, also geht ganz gut. Dann vom Eingang hier habe ich mal noch einen 330 mΩ Kondensator, da muss Plus, da Minus. Und Ausgang, da kann man dann ein bisschen mehr nehmen, 3300 mΩ Plus, Minus und 2200 mΩ Plus, Minus. Aber der braucht halt dann nur, also das können auch 10 Volt Ökos sein, weil man hat am Ausgang nur von 0 bis 5 Volt. Aber sicherheitshalber nimmt man wirklich mindestens 12 Volt Ökos oder die Ökos müssen mindestens so viel Spannung aushalten, wie man reinschickt, sicherheitshalber. Jo, das war's dann. Dann sag ich mal, okay.